Und zwar gleich dreifach. Die nächsten drei Starter kommen aus dem deutschen Team. Und was war das gestern für ein phänomenaler Wettbewerb von ihm, vom Mann, vom PSV Kiefersfelden. Hier ist für euch Pius! Wir dürfen nicht vergessen, dass da momentan auch keine Laufkundschaft an der Spitze thront. 124 und ein halber Meter waren das. 124,5 Meter für Pius Paschke. Wir gucken, wo es sich einreizt. Auf Rang 7, Pius Paschke. Natürlich sicher qualifiziert. Wir freuen uns auf Durchgang 1. Und er guckt jetzt gerade sich hier wie wir wieder nach oben, denn der nächste Deutsche steht oder sitzt auf dem Balken. Der Sieger von gestern! Hier ist für euch klar! Wettkampf-Kalle. Er kann ja immer sich absolut motivieren auf den Moment hin. Lässt sich in der Quali noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, antäuschen nennt man das. 120 und ein halber Meter. 120,5 Meters. Das ist der Applaus für Karl Geiger. Wir freuen uns auf den ersten Durchgang. Hier jetzt hintereinander, der nächste sitzt schon bereit und auch der Kampfvogt an der Arena. Wir freuen uns auf den Weltmeister. Auf Andreas Meter, 127 Meters für Andreas Wellinger, der mit diesem Sprung in der Quali auch vorn mit dabei sein wird. Wir schauen auf die genaue Platzierung des Mannes aus Ruhpolding. Es ist im Moment Platz 4. Aber das ist alles ganz, ganz eng zusammen da vorne. Wir würden uns keine Sorgen machen. Einfliegen hat schon mal geklappt. Jetzt entscheidet sich, wer den Quali-Scheck mit nach Hause nehmen darf. Ist es Ryuyo Kobayashi oder ist es der Gesamtweltcup-Führende aus Österreich, Stefan Kraft? Oh, das wird eine ganz kniffelige Entscheidung. Zumindest ist der Kraft hier nicht so meilenweit voraus, dass die anderen schon wieder mit den Ohren schlackern, weil das wieder eine ganz klare Geschichte werden könnte. Das ist eine Punktlandung vielleicht jetzt. Ja, vielleicht etwas dahinter zurückgeblieben. 127 Meter, 127 Meters. Es ist Rang 8 für Stefan Kraft im Moment. Und damit, wie bereits am Freitag, kommt der Gewinner der Qualifikation aus Japan. Wir jubeln gemeinsam für Ryuyo Kobayashi! Jetzt ganz brav und freundlich in die Kamera. So schnell kann es gehen, da hat sich doch das Aufstehen schon mal gelohnt für den Japaner.